Ja, du konntest ja die vergangene Saison gar nicht spielen nach dem schweren Kreuzbandriss. Wie geht's denn jetzt? Ja, jetzt geht's mir gut. Ich habe Spaß beim Spielen. Ich habe Spaß mit meiner Mannschaft, mit den Mädels. Wir trainieren dreimal am Tag, auch bei solchen Temperaturen. Aber irgendwie können wir trotzdem immer noch lachen, auch am Ende des Tages. Und ja, ich bin immer wieder froh, dass ich wieder Fußball spielen kann, weil das ist das, was mir Spaß macht, halt auch mit einer Mannschaft und dann halt auch hier für diesen Verein und ja. Ja, und heißt, du wirst so fit sein, dass du in der Saison dann endlich auch wieder spielen kannst? Ich denke, dass ich nach diesen 5 bis 6 Wochen drei Einheiten am Tag, kann ich sagen, dass ich dann noch so fit bin, dass ich dann noch eine Saison überstehen kann oder halt auch meine Leistung dann abrufen werde. Und Knie und so hält alles, ist alles wieder gut? Ja, natürlich. Also ich habe auch am Ende der letzten Saison schon Spiele gespielt. Da bin ich auch sehr froh, dass mich die Mannschaft aus der zweiten und von unserer zweiten Mannschaft so gut aufgenommen hat. Da habe ich einige Spielminuten noch gesammelt und klar, sowas braucht auch immer ein bisschen länger. Aber ich habe auch im Sommer gut gearbeitet und von der Warte her bin ich jetzt auch guter Dinge, dass wir jetzt halt auch die neue Saison auch gut anpacken werden.